Nicht, dass einer sauer auf mich ist, wenn ich ihn vergessen habe. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt bei uns keinen Nationalismus. Und dass in einigen Moscheen irgendeine Fahne an der Wand hängt, ist eigentlich eine Frechheit. Aber was heißt das? Das heißt, ja, du bist falsch hier gelandet. Das ist für uns. Ja, da können wir ja noch die deutsche Fahne hier aufhängen und so. Nein, was hat das mit Islam zu tun? Islam, wir haben eine Flagge. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wie zur Zeit des Propheten. Dieser Mann hier, Urwa ibn Mas'ud, der kommt dahin, der sieht einen Habashi. Ja, also das heißt einer aus Äthiopien. Ja. Der sieht einen, wie Bilal beispielsweise, der sieht einen Römer, Suhail Rumi. Der sieht jemanden, der Jude ist ursprünglich, ja, wie Abdullah ibn Salam und andere. Ja, dieser Herkunft. Der sieht die Leute von allen Hautfarben beispielsweise. Von allen Ländern. Aus Persien, Salman al-Farisi. Aber diese Religion ist weltumfassend. Eine Gemeinschaft. Ja, ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Wir haben euch, oh ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, dass ihr euch gegenseitig kennenlernt. Der Beste unter euch ist der Pakistaner, Chinese, der Gottesfürchtigste. Der Gottesfürchtigste. Viele, guck mal, viele, wenn ich in der Moschee bin und ich sage, China, wir kommen aus China, fangen Leute an zu lachen. Wisst ihr, wie viele Muslime es in China gibt? Ohne Ende. Wissen wir jetzt. Richtig viele. Indien, das größte islamische Land ist Indonesien, von der Bevölkerungszahl. Mashallah. Deswegen, Alhamdulillah. Und das zeigt uns Erfolg. Wann haben wir Erfolg, Brüder und Schwestern? Wir haben Erfolg, wenn wir zusammenhalten. Wenn wir diesen Nationalismus überwinden. Wenn ich sage, ja, der kommt daher, oh, meine Tochter. Wisst ihr, wie viele Frauen sich bei uns melden? Die haben Probleme, die wollen einen Mann heiraten, er ist ein gottesfürchtiger Mann, aber die Eltern haben was dagegen. Es ist zum Heulen, ist es. Es ist wirklich zum Heulen. Ja, worum? Warum? Du lebst hier in Deutschland. Sei froh, wenn deine Tochter einen gottesfürchtigen Mann heiraten kann. Sei froh, wenn sie einen gottesfürchtigen Mann heiraten kann, der betet, der fastet. Nee, die muss einen Syrer aus meinem Dorf heiraten, subhanallah. Ach, wie willst du das denn schaffen? Wie soll das denn funktionieren? Da ist Sina vorprogrammiert. Sina vorprogrammiert. Warum? Weil wir den falschen Marsch haben. Ihr guckt dir diese Leute an. Die sind alle zusammen marschiert bis nach Hudaybiyah. Haben nicht gesagt, ja, der ist Marokkaner, der ist was weiß ich, der Suhail Rumi ist Römer, egal. Was sagt der Prophet alayhi salatu wasalam? In atakum antaduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa in lam taf'alu taqun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Das heißt, der warnt davor, wenn jemand kommt, mit dem seine Religion bist du zufrieden, mit dem sein Charakter bist du zufrieden, dann verheirate ihn mit deiner Tochter. Ich meine nicht Zwangsheirat. Aber ich meine diesen Schrott, den wir überall sehen. Wisst ihr, mit wie viel Zwangsheiraten wir es zu tun haben? Bestimmt 15% der Ehen, ohne Quatsch. Das ist eine Katastrophe. Nur weil wir diese kranken, unislamischen Vorstellungen von Nationalismus haben. Es könnte ja der Nachbar sagen, der Mann von der Fatima, die aus der Türkei kommt oder die aus Marokko kommt, der ist ja aus Somalia. Was hat das mit Islam zu tun, Achi? Was hat das mit Islam zu tun, ob der Mann schwarz ist oder weiß ist oder rot ist oder gelb ist oder was weiß ich ist? Man sei froh, wenn die zusammen klarkommen und wenn die Religion praktizieren. Unsere Religion hat mit Rassismus nichts zu tun. Das ist Rassismus. Das ist Rassismus. Und ich habe mal einmal einen Spruch gebracht. Ja, ich habe gesagt, es kann deutsche Rassisten geben. Es kann türkische Rassisten geben. Es kann tunesische Rassisten geben. Aber es kann keine muslimischen Rassisten geben. Weil wer ein Rassist ist und ist Muslim, der hat den Koran schon eigentlich abgegeben. Ach, wie willst du Muslim sein, wenn du genau weißt, dass Allah sagt, inna akramakum indallahi atqakum. Aber du sagst, nee, ist nicht so. Bruder, bei manchen Familien, weißt du, was wir für Probleme haben? Was es dort für Probleme gibt, nur weil die Frau vielleicht, die Frau... Manchmal, die kommen aus demselben Land, kannst du dir das vorstellen. Aber die eine kommt aus dem Norden und der Mann kommt aus dem Süden. Was hast du erwartet? Weißt du, wie viele Mädchen hier Sina machen? Weißt du, wie viele Frauen, von Männern brauchen wir gar nicht zu reden.
Katastrophe. Ja, aber warum? Die werden dahin gebracht. Die werden dazu gezwungen. Die wachsen hier auf mit dem Bedürfnis für einen Mann oder der Mann für ein Bedürfnis für eine Frau. Und das ist ein starker Instinkt. Das ist ein starker Instinkt, der einen verrückt machen kann, wenn du da nicht in der Lage bist zu heiraten. So, jetzt finde jemand zum Heiraten, es wird alles zugemacht. Alles wird zugemacht. Und ich gehe sogar in dieser Zeit so weit. Ich gehe sogar in dieser Zeit so weit, ganz klar. Ja? Die Menschen entwickeln sich, aber die Zeit ist so, dass man weniger, oft längere Zeit braucht, um sich zu entwickeln, um genügend Geld zu haben. Ich sage, die Eltern sollen die jungen Pärchen finanziell unterstützen. Es gibt keinen Schritt in der Ehe, dass man zusammen in einer Wohnung lebt. Es gibt keine Bedingung in einer Ehe, dass die Eltern einen nicht unterstützen dürfen. Das gibt es nicht. Aber das ist eine Notwendigkeit in der heutigen Zeit, denn wir sehen, dass die Leute nicht heiraten können, aus finanziellen Gründen und weil sie sich keine Wohnung leisten können. Und dann sind sie zusammen und treffen sich und so weiter und es passiert, was passiert, weil die Verführung einfach zu stark ist. Deswegen soll man den Leuten helfen. Das nur kurz dazu. Alhamdulillah, war praktisch jetzt ein eigener Vortrag drin gegen Rassismus. Kannst du wieder rausschneiden. Kannst du dann einen Tag reinmachen. Alhamdulillah. Das ist sehr wichtig. Bruder, wir sind Brüder. Unsere Herzen müssen verbunden sein und darf niemals Nationalität darf uns trennen. Jetzt geht's weiter. Dieser Umar ibn Mas'ud, der sagt zum Propheten, die werden dich morgen verlassen. Die werden morgen fliehen. Hier, du hast Leute von unterschiedlichen Nationalitäten. Morgen werden die fliehen, werden dich lassen. Was sagt daraufhin Abu Bakr? Weiß einer, was Abu Bakr daraufhin gesagt hat? Weiß das einer? Nee? Hä? Der hat dem einen richtig, ich spreche es gar nicht aus, der hat dem einen richtig vulgären Spruch reingedrückt, auf gut Deutsch. Der hat ihn voll beleidigt. Voll eine gegeben. Hä? Auf gut Deutsch. Hä? Was? Säuge dich am Punkt von ganz genau. Ja. Richtig, Lat. Von Lat, genau. Ja. Wo ist das her? Dieses Buch Mohammed, der gesamte Gott ist, das große Weiße mit der Moschee von Bruder. Ja, ist es da drin? Ja. Was soll das sein? Was heißt das? War das verboten? In diesem Moment. Wenn es verboten gewesen wäre, was wäre dann passiert, hätte der Prophet gesagt, sag das nicht. Aber das zeigt, in manchen Situationen muss man die Stärke auf diese Art beweisen, kann man solche Sachen machen. Aber ich spreche es nicht aus, nicht, dass das jetzt jeder demnächst bei jeder Situation sagt. Weil wir haben uns nicht unter Kontrolle. Diese Leute wussten, in welchen Situationen sie das sagen. Aber es zeigt das, dass er in manchen Situationen richtig vulgären Spruch bringen kann, um diesen Leuten platt zu machen. Die hier, wie dieser Mann, den Islam vernichten will. Aber als er zurückgegangen ist, dieser Urwa ibn Mas'ud, was hat er gesagt? Der hat gesehen, die Leute sind entschlossen. Der hat gesagt, ich war dort gewesen. Ich war bei Kaiser gewesen. Ich war bei Kisra gewesen, von Persien der König. Ich war bei den Abessinischen König gewesen. Ich habe nie Leute gesehen, die ihren Führer so ehren, wie der Prophet, wie die Gefährten des Gesandten Allahs den Propheten a.s.w. ehren. Er hat gesagt, sogar wenn er spuckt, die versuchen, die Spucke aufzufangen und versuchen damit über ihre Brust und ihr Gesicht zu reiben. Wenn er Wudu macht, sie nehmen den Rest von dem Wudu. Warum? Tabaruk. Deswegen manche Leute sagen Tabaruk, das heißt Segen erlangen von diesen Resten. Hadith Sahih, gibt es viele von. Das zeigt, Tabaruk ist erlaubt. Aber manche Leute sagen, Tabaruk ist nicht erlaubt. Ja, aber die meisten sagen, Tabaruk ist erlaubt. Wisst ihr, was nicht erlaubt ist? Aber wann ist der erlaubt? Mit Dingen vom Propheten, a.s. Und wann? Hier zu seinen Lebzeiten. Und manche sagen auch nicht zu seinen Lebzeiten, aber du musst einen Beweis haben, dass diese Reste von ihm sind. Was ist der, wie zum Beispiel manche sagen, ja, wir haben ein Barthaar vom Propheten, a.s. Ist das Schirk? Nein, sondern wir wissen, dass Allah durch zum Beispiel eine bestimmte Sache Segen gegeben hat. Aber heute zum Beispiel sagen Leute, wir haben irgendwo ein Barthaar vom Propheten. Was sagen wir dazu? Wir machen keinen Tabaruk daran. Warum? Weil es keinen Beweis dafür gibt, dass das wirklich vom Propheten a.s. ist. Und weil die
Sahaba nach dem Tod des Propheten a.s. diesen Tabarruk nicht mehr gemacht haben. Sondern diesen Situation. Du hast heute nicht mehr den Rest vom Wudu vom Propheten a.s. hast du nicht mehr. Du hast heute nicht, dass der Prophet zum Beispiel Spucke aus seinem Mund kommt, du kannst damit Tabarruk. Gibt's nicht. Dies ist eine spezielle Sache für den Propheten a.s. Und es gibt keinen Beweis, es ist keiner hingegangen, hat bei Umar al-Khattab Tabarruk gemacht. Also, oh Omar, ich will Segen bekommen dadurch, dass ich dich berühre. Gibt's nicht. Nur da, wo Allah es gibt, ansonsten ist das kleiner Schirk. Und wenn man denkt, das kommt von dieser Person selber, ist es großer Schirk. Aber heutzutage siehst du Leute, die gehen zu irgendeinem Scheich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen und dann sagen die ja hier so und so und dies und das und wir machen Wudu von seinem Wudu und so weiter. Das ist eine Bidda in der Religion. Ganz klar Fall. Aber deswegen, was sage ich hier wieder? Was habe ich vorne gesagt, bevor wir angefangen haben, über das Thema zu reden? Wir reden über dieses Thema, aus welchem Grund? Um tiefgründiges Wissen von der Religion zu bekommen und präzise zu sein. Denn ihr seht, man muss sehr präzise sein. Weil manche Leute kommen jetzt mit diesem Hadith sagen, siehst du, ich kann Tabarruk machen. Dann gehe ich jetzt zu Mutter Teresa, mache ich Tabarruk bei Mutter Teresa. Ja? Oder ich gehe zu dem Scheich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Und dann mache ich Tabarruk. Aber wir sagen, nein, du musst alle Beweise zusammennehmen. Und die Sahaba haben nicht bei Abu Bakr Tabarruk gemacht, haben nicht bei Umar Tabarruk gemacht, haben nicht bei Ali Tabarruk gemacht, bei Fatima, obwohl die viel besser sind als alle Schuyuch zusammen, die heute auf der Welt leben. Ja? Haben es nicht gemacht. Also sagen wir, wäre das gut gewesen, hätten die Sahaba das gelassen? Also, das ist ein Akida-Verständnis von der Religion, Alhamdulillah. Seid ihr müde? Ein bisschen? Nee? Das ist gut, das heißt, ich unterhalte euch, Alhamdulillah. Ich? Nö, eigentlich nicht. Wenn man labert, wird man nicht müde. Wenn man immer weiter wenn den Mund bewegt, dann wird man meistens nicht müde, Alhamdulillah. Okay, jetzt weiter. Jetzt kommt der Prophet, a.s. und er sagt, er will einen Boten nach Mekka schicken, zu den Quraysh, zu dem Stamm zum Quraysh, und den vermitteln, er ist nicht für Krieg gekommen, sondern er ist gekommen, um Umrah zu machen, das war's. Und er möchte zunächst Umar radiallahu anhu schicken. Und Umar radiallahu anhu sagt was? Er sagt, Prophet, a.s. besser nicht. Weil ich habe niemanden in der Stadt, der mich schützt, ist besser, schickst jemand anderen. Was zeigt uns das? Hat Umar al-Khattab Angst? Nein. Sondern, hier haben wir wieder Lehren daraus, dass man einem Führer Tipps geben kann, Ratschläge geben kann und dass man überlegen soll, und dass man lieber das kleinere Risiko wählt, als das größere Risiko. Weil ob jetzt Omar geht oder eine andere Gefährte geht, macht im Prinzip keinen Unterschied. Aber warum soll nicht jemand gehen, der geschützt ist? Und wer wurde geschickt? Uthman radiallahu anhu wurde geschickt. Und als Uthman dort ist, ihr müsst euch vorstellen, die sind jetzt schon mehrere Tage aufgehalten worden, sind gewandert, sind kaputt, haben diese Kleidung an, die nicht genäht ist und so weiter und sind völlig am Ende. Und warten dort. Und die wollen, die haben diese Liebe, die wollen unbedingt Mekka wiedersehen. Seit 6 Jahren haben die Mekka nicht gesehen, diese Stadt, die sie so lieben. Wo der Prophet a.s. geweint hat, als er aus Mekka rausgegangen ist. Und hat gesagt, du bist die beliebteste Stadt bei Allah und die beliebteste Stadt bei mir. Und hätten sie mich nicht rausgeworfen, ich wäre niemals rausgegangen aus dieser Stadt. Ja, das heißt, der Prophet a.s. ja, die Uthman geht dorthin und sie sagen zu ihm, hier, du kannst Tawaf machen zu Uthman.